Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Ich möchte schauen, was mir die Karten schon über deine nächste Woche verraten. Wir gehen hier in die Woche vom 27. November bis zum 3. Dezember. Und die zwei der Stäbe, das ist so ein bisschen so eine gelangweilte Stimmung. Ich habe das große Ganze aus den Augen verloren oder beziehungsweise ich konzentriere mich hier auf ein großes Thema und kriege kleine Themen deswegen nicht mehr auf die Kette. Ja, es ist aber eher so eine Karte der Lippenbekenntnisse, ja, ich mache das, wenn ich Zeit habe, ja, ich mache das, wenn ich Kapazitäten habe. Und in Wirklichkeit ist es aber so, man grübelt über eine Sache, bekommt sie aber nicht richtig auf die Kette. Ne? Es ist auch häufig so eine Energie von wegen so, ich habe da eigentlich keine Lust drauf, eigentlich möchte ich das gar nicht. Ne? Und ich versuche aber nur Leute irgendwie so in dem Glauben zu lassen, damit sie jetzt nicht ganz nicht ausrasten. Ich weiß nicht, es kann auch häufig sein, so gerade in einer Beziehung, wenn der Partner etwas von einem verlangt, was man aber nicht bereit ist zu erfüllen, dann versucht man natürlich um des Friedens willen so ein bisschen den Partner auf ein Level zu halten, wo er das Gefühl hat, dass man es macht, aber im Endeffekt hofft man heimlich, dass er es vergisst. Ne? Sowas. So, wir schauen nochmal weiter. Die Karten fliegen heute wirklich extrem gut. Okay, super. Du willst was anderes. Gut. Du willst was anderes als das, was du gerade anschaust oder was gerade von dir verlangt willst. Du willst was ganz anderes. Ich habe das Gefühl, dass du hier sehr, sehr stark im Moment die Sehnsucht hast nach tiefen Verbindungen, nach Menschen, die dich bereichern, Menschen, die dich wirklich mit offenen Armen empfangen. Als ob du irgendwie auf der einen Seite zwar Menschen um dich herum hast, aber vielleicht schon instinktiv weißt, dass die dir nicht so richtig gut tun, dass die vielleicht auch immer nur so halbherzig agieren und du machst das dann eben genauso irgendwann. Natürlich, wenn nichts Ordentliches zurückkommt, warum solltest du in solche Beziehungen investieren? Und ich habe hier in deinem Rücken, ja, diese ganz, ganz starke Wunschvorstellungen nach Ehrlichkeit, nach Aufrichtigkeit und auch nach so einem gewissen Wohlwollen. Du möchtest mit offenen Armen empfangen werden und ohne, dass du vorher etwas leisten musst. Das ist so ein bisschen das Ding, was ich hier gerade so als Input bekomme. Die Menschen mögen dich gefühlt nur, wenn du vorher etwas leistest oder wenn du vorher schon mal etwas bezahlt hast. Das ist so ein bisschen das Ding, ne? Du möchtest gerne Ehrlichkeit, du möchtest Aufrichtigkeit, du möchtest, dass Menschen bedingungslos dich lieben und dich bedingungslos mögen, ja? Hier ist es irgendwie an Bedingungen geknüpft und irgendwie merkst du, dass du gerade in einer Situation bist, wo du nicht unbedingt glücklich bist. Es kann sich hier um eine Person handeln, ja? Das muss ja nicht dein gesamtes Umfeld sein. Das wäre auch wahnsinnig traurig. Aber hier möchtest du bedingungslos geliebt werden und das passiert hier irgendwie nicht. Wie gesagt, vielleicht eine Person. So. Hier mit dem Ast der Münzen haben wir nochmal dieses, da ist das Glück. Da ist das Glück und das kann dir überall begegnen. Das ist so ein bisschen wie der Topf voll Gold, den man tatsächlich nur noch erkennen und ergreifen muss. Das wird dir dann an dieser Stelle, wenn diese Menschen oder dieser Mensch in dein Leben tritt, wird das passieren. Ich weiß nicht, ob du gerade unglücklich in einer Beziehung bist. Ich will hier nochmal ein bisschen genauer drauf gucken. Ich habe auch hier irgendwie Wut, aber auch gleichzeitig Erleichterung mit drin. Das ist jetzt gar nicht so leicht zu lesen, weil ich eure Lebenssituation nicht kenne und das auch wirklich wieder wahnsinnig viele Variationen anzeigt. Ne? Wir haben hier irgendwie das Ass der Stäbe. Am Anfang war es, fühlte es sich, nee, das ist der Anfang, genau, Ass und dann die 2. Ass ist meistens auch mit der Nummer 1, 1, 2. Gezeigt und am Anfang der Beziehung zu diesem Menschen kann es sich tatsächlich aufregend angefühlt haben und vielleicht so wirklich, es wirkte wie, als ob dieser Mensch der Heilsbringer ist, derjenige, den du brauchst für dein Leben, denjenigen, bei dem du alles hast, was du dir jemals erfreut oder erwünscht hast, ja. Und das Ding ist aber, es hat sich irgendwie so zu diesen Lippenbekenntnissen entwickelt oder beziehungsweise zu dieser Situation, wo du erst was leisten musst und dann erst was zurückbekommst. So, das ist so ein bisschen das Ding. Aber hier waren irgendwie Chancen, die gesehen wurden, die sich leider nicht erfüllt haben oder die so wie verpufft sind. Jetzt habe ich hier das Gericht, ja? Ich habe hier so eine Karte, die kann anzeigen, dass hier Blockaden gelöst werden und dass es sich wieder auflösen kann. Das ist so ein bisschen das Ding. Das heißt, diese Wunschvorstellung, die kannst du mit diesem Menschen erreichen. Das einmal kurz an dieser Stelle. Was du dazu brauchst, das weiß ich nicht. Das kann ich dir an dieser Stelle nicht sagen und deswegen gucken wir nochmal nach. Schwierig.
Nein, mit dem Menschen zusammen kannst du es nicht erreichen. Da habe ich Blödsinn erzählt. Das ist eine ganz klare Kiste. Dieser Mensch interessiert sich nicht mehr für dich. Und dieser Mensch profitiert nur von dem, was du ihm gibst. Ja, da gibt es keine ehrliche Aufrichtigkeit. Das kann ich dir an dieser Stelle sagen. Die kann ich schon mal wegpacken. Tatsächlich musst du gucken, wie kommst du in deine eigene Erlösung rein. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also ich glaube tatsächlich hier, diese Chancen haben sich nicht erfüllt, die du gesehen hast. Wie kommst du in deine eigene Erfüllung rein? Ja, ob du ihn vielleicht auf den Pott setzt, ob du dich trennst, ob du einfach sagst, tut mir leid, ich möchte nicht mehr so viel Kontakt zu dir haben. Das einmal an dieser Stelle. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen. Ich versuche hier zwar kollektive Legungen zu machen, aber häufig erwische ich dann irgendwie so eine Person, die eine wichtige Nachricht in ihrem Leben erhalten soll. Und dann zeigen sich hier die Karten und dementsprechend, wer das nicht fühlt, dessen Legung ist das hier nicht. Versucht da nicht krampfhaft irgendjemanden zu suchen, mit dem ihr euch so fühlen könntet. Das ist Bullshit. Wenn ihr das fühlt, wisst ihr, was ich gesagt habe. Ja, dann geht diese Legung wahrscheinlich gerade sehr tief. Und dann wisst ihr auch, was zu tun ist, ja? Und ansonsten bin ich hier tatsächlich nur die Tante, die die Karten interpretiert, und ihr seid diejenigen, die entscheiden, was sie mit ihrem Leben machen, ob sie den Rat annehmen oder laufen lassen. Ja, das einmal an dieser Stelle. Ihr habt den freien Willen. So, meine Süßen, dann würde ich sagen, ich schließe diese Legung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Teilt es, wenn das jemand sehen soll. Ganz, ganz wichtig. Und ansonsten kostenloses Abo für meinen Kanal dalassen. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.